Für mich ist die deutschen Texte, ist für mich, ich bin das nicht gewohnt, auf Deutsch zu singen, und auch mir die langen Lieder, und die haben wirklich wechselhafte Refrains und so, das wirklich nicht umzutauschen, also da habe ich so meine, da habe ich zu knabbern. Wir haben die ganze Audition vom Gesang her auf Englisch gemacht, weil es noch nicht entschieden war, ob es Deutsch oder Englisch ist. Und wenn man so einen Song übt, dann guckt man, was für Vokale da sind, wie ist die Mundstellung da und so. Also das gewöhnt man sich auch an. Und das ist eine völlig neue Umstellung jetzt auch für mich. Matt Lanz interessiert das wenig. Gemeinsam mit Starregisseur Jack O'Brien will er den internationalen Siegeszug des Musicals nach Deutschland führen. In New York und London feiert Hairspray schon jahrelang Erfolge. Das Musical ist eine Adaption des gleichnamigen Films von Regisseur John Waters. Im Baltimore der frühen 60er Jahre hat die pummelige Tracy Turnblatt den Traum, in der Tanzshow des lokalen Fernsehsenders aufzutreten, scheitert aber daran, weil sie zu dick ist. Chancen haben nur hübsche, schlanke und vor allem weiße Kids, im damaligen Amerika durchaus üblich. In Baltimore war das eine heftige Zeit. Alle weißen Kids liebten Rhythm and Blues. Was mich sehr verwirrte, war, dass es unter ihnen viele rassistische Kids gab, die auf der einen Seite auf schwarze Musik standen, auf der anderen Seite durften Schwarze nicht am Schwimmunterricht oder Tanzveranstaltungen teilnehmen. Und dann gab es im Lokalsender die Buddy Dean Show, bei der von Montag bis Samstag nur weiße Arbeiterkinder auftraten und tanzten. Mit Naivität reißt Tracy Turnblatt alle Rassenschranken ein. Schwarze Kids rücken in die Öffentlichkeit und ganz nebenbei zeigt sie, dass auch dicke Mädchen Träume leben dürfen. Die Musical-Adaption des Underground-Films Hairspray entwickelte sich zu einem Exportschlager mit Millionenumsätzen und Investitionen. Knapp 10 Millionen Euro verschlingt allein die Kölner Produktion. Perfektionismus und Disziplin stehen auf der Tagesordnung. Solange alle Beteiligten konzentriert und voll bei der Sache sind, gebe ich alles und kümmere mich um die Leute. Sollte ich aber irgendwo sehen, dass es nicht so ist, ist das der Moment, in dem mir der Geduldsfaden reißt.